Gut und böse und die Armseligkeit unserer Welt. 28. Januar 2019. Gut und böse und die Armseligkeit unserer Welt. Kann es den guten Menschen überhaupt geben? Oder doch nur den schlechten? Und die wenigen, die sich darum bemühen, etwas weniger schlecht zu sein? Wenn es so etwas Bizarres geben sollte, wie die eigene Schuld, nicht als bloße Ursache erkannt? Wer kann dann schon behaupten, frei davon zu sein? Jedes Lebewesen will instinktiv überleben. Dafür tut nur ein krankes oder dummes Wesen nicht alles, was in seiner Macht steht. Notwehr ist daher das heiligste Prinzip. Nicht wegen irgendeiner Moral, einer Religion, einer Ideologie, einer politischen Idee, einer Vorstellung von Recht und Unrecht, sondern weil der Verzicht auf Notwehr so lange nicht einklagbar ist, solange es keine schlimmere Strafe gibt als den Tod selbst. Der Mensch aber besitzt als einziges Lebewesen die ungewöhnliche Begabung, sich etwas auszudenken, was grausamer ist als das bloße Sterben, die Folter. Eine Prozedur, die dem Opfer den Wunsch haben lässt, nicht mehr zu sein, um nicht mehr zu leiden. Wir leben in einer Welt, in der das tägliche Leben schon als ständig wiederkehrende Qual empfunden werden muss. Das hat mit dem Mangel zu tun. Es ist schlicht nicht genug da. Nicht genug für alle. Zumindest nicht genug, um sich hemmungslos alles zu nehmen, immer mehr zu wollen, die Erde auszurauben.
Wir schöpfen daher möglichst nicht aus dem Vollen. Was wir für uns haben, wird zwangsläufig anderen ja vorenthalten. Und wer es sich herausnimmt, allen alles vorzuenthalten, vergeht sich schnell auch noch an der Natur, an dem Planeten, auf dem er sein fürchterliches Unwesen treibt. So gesehen wäre ein guter Mensch wohl am ehesten der, der am wenigsten nimmt. Dem widersprechen allerdings die natürlichsten alltäglichen Bedürfnisse. Die Luft, die er atmet, die nicht überall rein ist, das Wasser, das er trinkt, während viele verdursten, das Brot einer Welt, die hungert. Die Freiheit, die immer die Unfreiheit Beteiligter bedeutet. Und beteiligt sind wir alle. Wir sind schuldig in jedem Moment, in jeder Handlung oder auch in jeder Untätigkeit. Wir sind nicht gut genug, weil wir es nicht können. Und wir leben in Gesellschaften, deren vordergründiges Organisieren und Bestimmen nicht von dem Ziel geleitet ist, uns gut werden zu lassen gegenüber Mitmenschen und Natur. Sehr gutes Beispiel dazu, die Anmaßung gegenüber allen Tieren, die nicht zur Tiergattung Mensch ist gleich Säugetier gehören, die aber sehr wohl leidensfähig sind, körperlich sowieso, psychisch. Da wissen wir noch wenig, aber eigentlich schon genug. Außerdem kümmern wir uns kaum um das Seelenleben von uns selbst. Der obskure Begriff sagt schon alles. Der Mensch kann nicht gut sein, weil er viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Mit seinem eigenen Wohlergehen. Das Leben beginnt, was dieses Wohlergehen als unabdingbare Voraussetzung für Glück betrifft, mit Abhängigkeiten. Falls man beide Begriffe nicht ohnehin gleichsetzt. Die Abhängigkeit von Eltern, Familie, Geburtsort, die Zeit mit ihren besonderen Angeboten und Mängeln.
bei der Mehrheit mehr schlecht als recht. Und die wenigen, die mit Reichtum in Übermaß nie umzugehen lernen. Sich durchboxen, sagt der Volksmund. Die Kapitulation gegenüber der Idee der Gerechtigkeit. Überleben bedeutet auch mal etwas Böses tun. Leben aber ist viel mehr als nur Überleben. Es braucht also auch mehr Böses. Oder nicht? Wenn das so ist, steht uns dann eine gesunde Portion böse sein nicht zu? Warum tut ein jeder so, als wäre er ein Heiliger? Die eigentliche Frage scheint doch, wie böse darf ich sein, um noch als gut durchzugehen? An dieser Frage wird man scheitern. Das Leben ist zu unübersichtlich. Ohne dass du es jemals verstanden hast, können ständig völlig neue Dinge auf dich zukommen. Wenn dein Gehirn überfordert ist, deine Bildung, dein Wissen, deine Intelligenz, was immer das sein soll, wie soll dann dein Charakter Herr der Lage werden? Du tust dem Nächstbesten Gutes und übersiehst großzügigst den Rest der Welt, der gerade nicht in den Genuss deiner Güte kommt. Die lobenswerte menschliche Eigenschaft der Güte, was ist sie wert, wenn sie mehr auf Irrtum beruht als auf Verstand? Sind also die Herzensguten, die mitfühlenden Zeitgenossen automatisch den gefühlskalten Logikern vorzuziehen? Kann nicht die Logik, so sie denn will, viel zuverlässiger gütig sein als der immer voreingenommene Bauch? Benutzt nicht eine große Anzahl der Menschen, wenn nicht sogar die Mehrzahl, das, was sie irrtümlicherweise als Bauchgefühl wahrnimmt und prompt auch so bezeichnet, um abzuweisen, abzulehnen, auszugrenzen? Also die bösesten Dinge, die der einfache Mensch in seiner sonst eher begrenzten Macht tun kann. Der gute Mensch, wird er als solcher gesehen, weil er für seine Mitmenschen, für Familie, Verwandtschaft, Freunde Gutes tut? Je mehr, desto größer wird doch die Enttäuschung oder gar Wut derer, die davon nichts abbekommen. Kann also etwas gut sein, das sich auf die kleinere Anzahl von Nutznießern beschränkt?
dabei die Mehrheit zwangsläufig außer Acht lassen muss? Aus der Erkenntnis, dass es für mehr oder gar für alle sowieso nicht reicht, nie reichen kann? Ist der Mensch am Ende immer mindestens so armselig wie die Welt, in der er lebt?